Landförden Open Air 2016. In diesem Jahr mit Two Hearts in Ten Bands. Herzlich willkommen. Ihr habt gerade schon auf der Bühne gespielt. Sina und Sarah sitzen neben mir. Was habt ihr für einen Eindruck vom Festival? Erzähl mal. Ja, wir hatten ein super Konzert. Ihr habt das wahnsinnig toll organisiert. Und wir sind happy. Ja. Euch gibt es seit 4 Jahren. Wie seid ihr auf den Bandnamen gekommen? Two Hearts in Ten Bands. Wo kommt der her? Das ist ein Titel von einer spanischen Punkband, der Sina und mir sehr gut gefällt. Das ist unser Song. Ja. Ihr habt auch eine erste eigene CD draußen. Die ist im Januar 2016 erschienen. Revolutionary Heart heißt die. Geht ihr mit der auf Tour? Wir spielen diesen Sommer Festivals und im Oktober sind wir nochmal akustisch unterwegs für 15 Konzerte. Ja, und dann dürft ihr uns gerne besuchen. Wo finden die Konzerte denn statt? Wo seid ihr da auf Tour? In Oldenburg, Hamburg, Bremen, Osnabrück, Münster, sowas alles. Also so die kleinen, großen Städte. Wenn ihr euren Sound beschreiben müsstet, wie würdet ihr am ehesten, so was für eine Richtung könnte man das nennen? Ich würde sagen, insgesamt poppiger Rock. Und also wir, glaube ich, legen schon sehr viel Wert auf unseren Sound. Also dass es schön breit klingt und wir uns einfach wohlfühlen. Ne? Ja. Die Nordwestzeitung hatte mal über euch geschrieben, feinster Hardpop. Kann man das ungefähr so nennen? Ja, auf jeden Fall ist es Herzmusik. Super. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Landförden Open Air 2016. Wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht auch in einem der nächsten Jahre mal wieder vorbeischaut auf Natur oder so und hier Halt macht, ja? Two Hearts in Ten Bands waren das beim Landförden Open Air 2016. Danke. Vielen, vielen Dank. Super. Schönen Dank. Ciao.